Ground Control. No. Oh. So, wer Lust hat, bares Geld zu sparen, wir haben einen Partner gefunden, und zwar die Versicherung Friday. Wer seine Autoversicherung vergleichen möchte, der kann das gerne hier unten auf dem Link tun. Ne? Ihr spart bares Geld, was ihr natürlich für andere Dinge ausgeben könnt. Ne? Also wer da drauf Bock hat, klickt einfach drunter und meldet euch an, und ja, weiter geht's. Willkommen zu unserem neuen Video hier aus Camp Blindfort. Und zwar heute zum Thema Golf 2. Nein. Zeigen? Nein. Der ist brutal. Der ist scheiße breit geworden. Wirklich, der ist scheiße breit geworden. Und wenn ich das schon sage, dass das ein Hardcore-Wide-Body-Kit ist, dann ist das so. Ich bin am Schwitzen, meine Damen und Herren. Ja, auch der Belzig ist am Schwitzen. Wir haben 37 Grad. Ich meine, du siehst nicht besser aus. Statt hier zu, für den Chef hier so zu wählen, denke ich, nimm die Kamera. Nein, auf jeden Fall Golf. Wir sind jetzt fast 3 Monate dran. Und das ist nicht lustig. Mhm. Ja, und ab jetzt machen wir Formbau. Und Formbau wird auch nicht lustig, weil das sehr, sehr viele Hinterschnitte sind, etc. Also die ganzen Formen werden auch metallisch sein. Und das ist nicht gut. Geh mal so ein bisschen nach da. Ein bisschen nach da, du komplett. Also. Zeig dir den Winkel. Jetzt ein Stückchen da unten. Wenn der Belzig schon so macht, dann ist das Whitebody. Scheiße. Nicht zu viel. Psst. Hallo, nicht zu viel. Also auf jeden Fall, wir haben echt, echt viel, viel, viel Arbeit hier reingesteckt. Da auch nicht zu viel, nirgends zu viel. Wir haben echt viel Arbeit hier reingesteckt, und ich hoffe, ja, mein Freund JP, der wird sehr zufrieden sein. Wir haben auch, meine Jungs sind sehr kreativ und haben sogar Parotti von Felgen drauf gemacht. Mhm. Weil natürlich... Geh mal ein Stückchen weiter. Na, da. Jetzt können wir alles zeigen. Schau mal. So. Oder mit Alufelgen. Das ist natürlich ein Riesenunterschied, auch optisch. Also, die Front ist fertig. Was noch gemacht werden muss, Cup-Wings vorne an der Stoßstange. Oder genießt das erstmal. Fest, die ganze Stoßstange etc., weil wir jetzt noch Werkzeugbau machen müssen. Deswegen steht es auf so Dosen oder ist verklebt mit Heißklebepistole. Deswegen. Immer von da am besten, Olli. Dann mach ich das. Wir haben nur ein Rad, weil das sind hochgeschmiedete Felgen. Kann man das irgendwie festmachen, denn? Ne? Nee. Guck mal so. Wollen wir helfen? So. Also, brutal. Mit dem Spoiler, das ganze Bodykit ist einfach brutal. Hier kommt noch so dicke Cupwings. Wir haben ein Projekt, ja, hier auf dem Seitenschaller. Oh, jetzt habe ich die Felge kaputt gemacht. Ja. Guck mal, mit Reifen. So, Cupwings hier fehlen noch. Ja. Cupwings da unten auf dem Seitenschaller. Dann hier die Strebe, die wir auch auf dem Projekt haben. Das war's. Und die Leiter hinten? Die Leiter hinten sind immer noch nicht fertig. Ja, also vielleicht mache ich das hier ein bisschen hoch hier. So, Leiter. Oh Jesus. So, also wenn ich schon sage, das ist Wide Body, dann ist das, das ist Hardcore Wide Body. Mama mia, was ist das? Kein Spaß mehr. Das ist da. Hier versteht man keinen Spaß mehr. Wir werden auf jeden Fall eine Straßenversion machen. Ja.
Wir müssen uns mit dem Tisch unterhalten, wie wir das TÜV-technisch hinbekommen. Der Spoiler definitiv nicht, weil wir müssen hier eine Einkerbung machen, wie ich das schon vorher hatte in den alten Videos. Einkerbung, dass man die Heckklappe auch machen kann. Ja? Mhm. Also macht das keinen Sinn. Ja? Das kriegen wir nicht so leicht TÜV. Katzentreppe. Ja? Viele haben gesagt, mach die für Jetta, mach die für alle Autos. Ja? Werden wir machen. Werden wir definitiv machen, ja. Ja. Wenn die Nachfrage groß ist, wir können alles bauen, nur wir brauchen dafür Abnehmer. Ne? Und wenn wir Abnehmer haben, können wir auch bauen. So sieht es aus. Und ich mag die alten Autos sowieso. Ich mag quasi vom Ferrari 488 oder für den Pista, ja, bis zum Golf. Weil ich lebe jetzt mit Ferrari und Co. Und das sind meine schönen Jugenderinnerungen. Deswegen, beides ist gut. Ja. Leute, das ist brutal. Muss ich noch was erklären? Hier, das ist ein Stück und das ist ein Stück, also quasi diese Form und diese Form. Also das sind alles drei Einzelteile, vier insgesamt, die Heckverbreiterung, weil Problem war, sonst würde das Werkzeug so kompliziert sein, dass das kaum bezahlbar ist. Ja? Deswegen werden wir es ein bisschen einfacher entschärft. Und zwar das Teil und die Strebe machen wir einzeln. Ja? Ist auch besser so, vielleicht können wir es so farblich absetzen, falls irgendeiner das in schwarz absetzen möchte, etc. Ist natürlich leichter für einen Lackierer, ein Teil zu lackieren, als wenn er irgendwas hier abkleben muss. Mhm. Ja? So sieht es aus. Was sind das für Felgen? Ja. Hier kommen so Gitter. Ne? Wir haben natürlich auch die Innenwand gemacht, die ist auch noch nicht fertig, aber ich bin noch schön so mit Klötze und so weiter ein schönes Gitter reingeklebt. ABS-Platte oder nur Gitter? Weil, nee, nur Gitter, weil keine ABS-Platte, weil der bekommt ja hinten ein kleines Motörchen rein. Stimmt. Und der braucht Luft. Ja. Ja, der bekommt vorne Luft und hinten Luft. Mhm. Der braucht Luft, Luft, Luft. Das auch. Wenn das Ding auf der Motorshow in Essen steht, falls die stattfindet, ich hoffe es, ja, ich hoffe es, oder wir hoffen alle, dass sie stattfindet, das wird brutal. Mhm. Wenn wir den Golf zeigen, Audi 80, das nächste Projekt. Mhm. Ich habe schon in dem alten Video von dem Golf, haben viele geschrieben, oh, das wird bestimmt der McLaren, da wird der E36 etc. Nein. Ja, das nächste Projekt, was wir zusammen mit dem GP bauen, ist was ganz anderes, was ihr niemals, niemals, ja, erraten werdet. Weiß ich nicht mal. Weißt du das nicht? Nein. Du weißt das nicht mal. Ja, siehst du? Ich war im Urlaub, glaube ich. Was? Ich war im Urlaub. Nein, wir planen das nicht mehr seit einer Woche. Wir planen das schon mehrere Monate. Habe ich nicht mitbekommen. Wir haben sogar eine Freigabe von dem Hersteller bekommen. Von dem Hersteller. Von Autohersteller haben wir eine Freigabe bekommen, dass wir das so bauen dürfen. Jetzt alle. Es sieht aber geil aus, ja, richtig geil aus. Da ist das Projekt auch geil, gar keine Frage, brutal. Aber das andere ist viel, viel schöner für mich. Ja. Brutal. Leute, ich sage es nochmal, brutal. Ja, da ist das Projekt Kindergarten dagegen. So sieht's aus. So, weiter geht's zum Thema Golf 2 JP Performance Kisa Design. Oder mittlerweile ist das JP Performance Design. Aber auf jeden Fall die Geschichte Golf 2 Wildbody. Im Prinzip haben wir den kompletten Modellbau abgeschlossen. Jetzt werden Werkzeuge gebaut. Ja? Also im Prinzip nimmt man einen Prototypen. Hier haben die schon ein sogenanntes Gelcoat drauf geschmiert. Vielleicht haben wir irgendwo ein Teil, was noch nicht mit Gelcoat versehen ist. Leider nicht. ja, egal. Auf jeden Fall, jetzt haben wir so eine Flansch gemacht. Ja, das braucht man, um Hinterschnitte und so weiter produzieren zu können. Auf jeden Fall, das ist Gelcoat. Na? Hier zum Beispiel, provisionär. Hier ist schon eine Schicht drauf. Hier, das ist der Frontspoiler für den Golf 2. Ja? Und da ist schon im Prinzip die erste Schicht von dem Glasfaser drauf. Wenn wir Werkzeuge, ich sag mal, oder Kleinserien, das wird jetzt vielleicht, weiß nicht, limitiert auf 5, 6 Stück oder 10 Stück vielleicht maximal, da kommen ungefähr 6 Schichten noch dazu. Das wird ja richtig, richtig breit. Ja? Warum? Damit sich halt alles nicht verzieht, etc. Das ist extra, spezial, Harz, dass der so wenig wie möglich
Schlumpfe Geschichten hat und so weiter. Also man muss auch sehr, sehr, sehr aufpassen, was man da ganz genau nimmt. Ja? Weil nimmt man einfach ein Produktionsharz, ja, was man normalerweise für die Produkte nachher verwendet, es kann sein, dass wenn du 6-7 Schichten machst, das wird so dick, dass ich das dann verziehen kann. Ja, auf jeden Fall hier der Adam. Der hat schon die Verbreiterung vorbereitet. Vielleicht wenn du ein Stückchen da hinten gehst oder von da kannst du aufnehmen, ja. Genau. Ja. Hier mal so rum. Check. Im Prinzip werden da so kleine Matten. Räumst du, ne? Guck, wie stark das ist. Ja. So sieht's aus. Schau mal hier. Jetzt werden quasi die ganzen Matten so draufgelegt. Ja. Mit Harz eingetränkt. Und dann mit so einer kleinen Rolle, die haben wir auch irgendwo hier, theoretisch. Ah, hat er schon alles vorbereitet, guck mal. Ja, mit so einer Rolle, die hat so im Prinzip wie so, ich sag mal, Unterlegscheiben. Ja, und dann kann man das alles schön, die ganze Luft aus den Ecken, Kanten rausholen. So, weißt du was? Jetzt muss ich mich so ein bisschen konzentrieren. Ja, guck mal, wie das ist. Hier, guck mal her, von der Seite. Guck mal, überall, wo weiß ist, heißt kein Harz. Jetzt muss ich alles wirklich so tüpfen erstmal. Ja. So. Und gleich noch mit der Rolle. Hier. Mal kleiner, sowas. Ja. Da kann man hier wirklich schön überall die Ecken etc. machen. Auch hier für die Heckverbreiterung, ja. Für den Golf 2 ist alles wirklich sehr aufwendig. Und zwar, da sind das, ja, Golf 2. Also machen wir so. Ah, das ist das gleich mal. Jetzt haben wir die Kanten hier abgeschnitten. Sehr schön. Jetzt müssen wir die kurz anschleifen, also anrauen. Und dann wird das quasi so verklebt. Ja. Und das ist für die Heckverbreiterung das Teil, was so nach oben absteht. Ja. Also wirklich. Erstmal laminieren, anschleifen, dann kleben, rausholen und so weiter. Also wirklich ein Riesenaufwand. Und wir haben, glaube ich, hier, ich will jetzt nicht lügen, 18 Teile. Und jede Form ist quasi mehrteilig. Also das wird jetzt nicht so einfach gemacht, wie man sich manchmal vielleicht vorstellt. Ja, einfach eine Stoßstange, fertig. Also manchmal brauchen wir wirklich für eine Stoßstange 2 Tage Produktionszeit. Kein Scherz. Und das mit dem Germany. Wir machen das, weil sich die Qualität wirklich sehen lässt. We'll be right back.